Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mit euch mal ein kleines Problem beheben, was man mit der Zeit hat, wenn man einen Computer, einen PC über einen längeren Zeitraum betreibt, so wie ich das hier bei diesem Modell mache. Der ist jetzt schon, oder wenn Sie sagen, das Mainboard hier ist schon über 5 Jahre in Betrieb und jetzt ist das passiert, was leider nicht so schön ist. Die Batterie am Mainboard auf meinem Board ist leer. Woran erkennt ihr das? Das ist ganz einfach. Ihr schaltet euren Rechner ein und nach dem Einschalten fordert euch euer Rechner auf, hier in das Setup zu gehen und das Setup nochmal neu zu konfigurieren. Denn er hat ja alle Daten vergessen, weil die Batterie leer ist. Wie können wir das Problem lösen? Das ist kein Problem. Wir schalten unseren Rechner ab, trennen ihn von der Stromversorgung. Wir öffnen unseren Rechner und suchen unsere Backup-Batterie. In der Regel handelt es sich hier um eine Knopfzelle, meist 3 Volt. Diese müssen wir aber erstmal finden. In meinem Fall habe ich Pech. Sie befindet sich bei mir auf meinem Board direkt unter meiner Grafikkarte. Also muss ich die Grafikkarte entnehmen, kann nun hier meine Batterie entnehmen und durch eine neue ersetzen. Jetzt baue ich einfach wieder alles zurück, verbinde den PC wieder mit der Stromversorgung und starte ihn neu. Die Fehlermeldung wird allerdings jetzt noch einmal erscheinen. Das heißt, wir begeben uns noch einmal in das Setup, aktualisieren hier alle Daten, eventuell auch die Uhrzeit. Allerdings macht das dann auch, wenn wir wollen, Windows. Hier speichern wir jetzt alles nochmal ab durch einfaches Betätigen der F10-Taste und durch Betätigen der OK-Taste. Nun startet unser PC noch einmal neu und wir haben das Problem gelöst und können ihn weiterverwenden, bis halt diese Batterie auch irgendwann mal leer ist. Aber das wird hier bei mir nochmal 5 Jahre dauern und dann bezweifle ich, dass ich den Rechner hier noch in Dienst habe. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder mal was Hilfreiches erzählen. War dem so, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.